Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute erzähle ich euch eine Horrorgeschichte und ihr müsst dann in den Kommentaren raten, ob diese wirklich passiert ist oder ob ich gelogen habe. Los geht's! So um 2011 oder 2012 rum habe ich mit meiner Freundin Jana, die müsstet ihr eigentlich kennen, weil sie öfter hinter der Kamera mal war, habe ich mit ihr so einen Film gedreht, so Paranormal Activity Kids. Und da haben wir halt so die paranormalen Sachen nachgestellt und alles und so. Und während wir das gefilmt haben, haben wir für den Film Gläserrücken gemacht, dieses so Ouija-Brett selber aufgemalt und dann mit so einem Glas das so gemacht und so. Als wir das dann gemacht haben, sind die merkwürdigsten Sachen passiert. Echt, das war mega krank. Wir haben Schritte gehört im Flur. Das ist nicht gerade leise, wenn man da lang geht, aber da war keiner. Und die Türen sind aufgegangen und die Fenster waren zu, also war es auch nicht der Wind. Aber das wirklich Schlimmste ist, dass Buffy die ganze Zeit so in eine Ecke gestarrt hat, so die ganze Zeit so gestarrt. Sie ist richtig so böse. Buffy bellt normalerweise nicht, nur bei so einem anderen Hund. Und da hat sie jetzt auch nicht gebellt, aber sie hat halt wirklich so hingestarrt und so ein bisschen dieses Knurren und dieses ihr Nackenfell hat sich aufgestellt und so. Und wir wussten nicht so, oh mein Gott, was ist das? Und dann wollten wir die so da wegnehmen, aber das ging nicht. Die hat sich nicht rühren lassen. Und das war richtig krank. Wir waren wie alt? 13, 14? Irgendwie so waren wir da alt. Und dann so, boah. Dann auf einmal gingen alle Lichter aus. Es war stockdunkel und wir hatten Angst bis zum geht nicht mehr. Wir wussten nicht, was ist hier los? Und das Problem war, unsere Eltern waren nicht da. Also meine Eltern waren nicht da und sie waren halt bei mir. Meine Eltern waren halt nicht da und nicht mal meine Schwester war da, niemand war da. Und dann ist das Licht wieder angegangen und alles war ruhig. Stille bis zum geht nicht mehr. Und wir hatten so Teelichter, das waren glaube ich Teelichter. So zwei, drei Teelichter um dieses Brett da rum gehabt und die waren aus. Also mit dem Licht sind die dann zusammen ausgegangen und boah, wir sind gestorben vor Angst. Und dann, als wir dann die ganzen Sachen wieder zusammengepackt haben, hat dann die Mutter geklingelt von Jana und dann war ich alleine zu Hause und vorbei für mich. Ich hatte mega Angst. Ich bin dann nur noch in mein Bett gegangen und habe mich versteckt. Natürlich unter die Bettdecke, ne? Weil wenn ich zugedeckt bin mit der Bettdecke, kann einem nichts passieren, weil der Dämon denkt dann so, hey, scheiße, sie ist unter der Bettdecke. Kann ich jetzt nichts machen. Ja, das ist uns passiert oder das ist uns nicht passiert? Ich weiß es nicht. Schreib in die Kommentare, was du denkst, ob es wirklich passiert ist oder nicht. Und im nächsten Video sage ich dann, ob es passiert ist oder nicht. Ja, das war zwar eine kurze Horrorgeschichte, aber ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Und vorab bin ich gerade am Planen. Wer es auf Snapchat gesehen hat, hi. Zwar habe ich vor, so eine Art Film zu machen als Special für Halloween. Also so eine Art Halloween-Special. Und ja, das werde ich dann alles nächste Woche drehen, denke ich. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche Samstag wieder dabei, denn nächste Woche kommt ein 10-Arten-Video und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche Samstag wieder. Bis zum nächsten Video!